Heute hier bei uns vom CCT Shop zum Unboxing und Hands-on das Huawei MediaPad M6 und zwar mit 8,4 Zoll Bildschirmdiagonale. Sound bei Harman Kardon, ja, das ist ja schon mal ein wunderbarer Ansatz hier, angetrieben durch den Kirin 89 GPU Turbo 3.0, 6100 mAh starker Akku und alles weitere hier von diesem kleinen Multimedia-Gerät nach dem Intro. Ja, der Unterschied natürlich die Bildschirmdiagonale zwischen dem 10,8 Zoll großen und dem 8,4 Zoll großen M6. Des Weiteren im M6 natürlich ein kleinerer Akku verbaut und das 8,4 Zoll große MediaPad M6 gibt es lediglich in der Farbe Gold. Beim größeren Gerät haben wir ja das Gerät auch noch in Space Gray. Ja, ihr seht dann hier schon schönes Metallgehäuse, rückseitige Kamera mit 13 Megapixeln, aber wie immer erstmal hier der Blick in den Lieferumfang. Ja, auch das 8,4 Zoll große Tablet gibt es entweder mit LTE-Unterstützung oder mit Wi-Fi. Also das war's dann hier. Wir haben dann einmal die SIM-Nadel natürlich, wie gerade gesehen. Wir haben eine Garantiekarte von Huawei in Chinesisch, dann hier auch eine Kurzanleitung, Schnellstartanleitung, also bei der LTE-Version AL09 passt dann eine Micro- und eine Nano-SIM-Karte rein und bei der Wi-Fi-Version der W09 Modellnummer passt hier nur eine Micro-SD-Speicherkarte rein. Der interne Speicher, der kann bei allen vier Varianten um zusätzliche 512 GB erweitert werden per MicroSD. Wir haben dann natürlich auch wie immer eine Kontrollliste dabei, da wir alle Geräte persönlich vor dem Versand an euch testen. Des Weiteren hier USB Typ C auf 3,5 mm Klinkenbuchsenadapter und zum Laden mit 18 Watt das Ladekabel USB Typ C und dann darf natürlich hier auch nicht der Ladeadapter fehlen mit Huawei Aufschrift. Huawei Quick Charge, wie gesagt, 18 Watt, 5 Volt 2 Ampere bis 9 Volt 2 Ampere und dann natürlich der Hinweis, je nach Empfängerland liegt auch ein passender Adapter mit bei, damit ihr das Gerät zu Hause ohne Probleme laden könnt. Also hier schön Schmuck. Ja, mit einer Hand zu halten das Ganze. Rückseitige Kamera, 13 Megapixel. Wir haben eine Frontkamera mit 8 Megapixeln. Hier natürlich dann auch noch ein LED-Blitz mit dabei. Auch wieder Sound bei Harman Kardon aufgedruckt. Also hier die VRD-W09, eine Wi-Fi-Version. Das Ganze gibt es dann jeweils in LTE und Wi-Fi Unterstützung mit 4 plus 64 oder 4 plus 128 GB. Ein- und Ausschalteknopf, Lautstärkewippe, Öffnungen fürs Mikro hier. Dann hier Lautsprecheröffnungen schon auf der Oberseite. Auf der linken Seite dann hier bei der Wi-Fi Version der Micro SD Kartenslot. Und ihr seht dann hier schon ausgeblackt das Ganze. Also bei der LTE-Version kommt dann ja noch eine zusätzliche SIM-Karte hier rein und unterseitig dann nochmal eine Öffnung für die Lautsprecher sowie der USB Typ C Ladeport. Schmucke Sache, das MediaPad mit 8,4 Zoll. Ich habe hier auch mal zum Vergleich für euch das 10,8 Zoll große Gerät vor uns liegen. Also auch hier in der Farbe Gold. Und ihr seht dann hier auch schon frontseitig einen Unterschied, denn bei der großen Version ist zum Beispiel hier ein Fingerabdrucksensor dabei, welchen ihr nicht bei der 8,4 Zoll Version des MediaPad M6 findet. Dafür kann das Gerät natürlich dann bei Gesichtserkennung entsperrt werden.
Wir haben ja ein Verhältnis 16 zu 10, 2K Auflösung, 2560 mal 1600 Pixel, wie auch beim großen Tablet. Dafür dann natürlich auch aufgrund des kleineren Displays eine höhere Pixeldichte von 359 PPI. Dann das Display auch TÜV zertifiziert, und zwar augenschutztechnisch. Wir schauen hier mal rein, also Drahtlosprojektion, hier ganz normal Drag and Drop. Wir haben natürlich wieder auf den Huawei-Geräten EMUI, User Interface, basierend auf Android 9 Pi. Dann bei den Geräten hier derzeit noch beachten, bitte wie in der Artikelbeschreibung bei uns im Shop zu sehen, also keine Play Protect Zertifizierung. Aus dem Grund habt ihr dann auch keinen Play Store hier vorinstalliert. App Gallery von Huawei dafür mit am Start. Highboard bzw. Huawei Assistant hier von links nach rechts zum Wischen. Wie bei den Huawei-Geräten üblich. Und dann hier auch diese Navigationsgesten. Ja, angetrieben wird das Ganze durch den Kirin 980 Octa-Core CPU. Selbiger ist ja auch in den ganzen Mate 20 P30 Geräten oder auch dem neuen Mate 20 X 5G verbaut. Hier habt ihr dann Vorschläge hier beim Einrichten des Geräts natürlich. Hier habt ihr schon wie bei allen anderen Huawei Geräten immer eine globale Firmware-Version drauf. Heißt also, dass unter anderem hier auch die deutsche Sprache unterstützt wird. Schauen hier gleich mal rein, wenn wir das schon ansprechen. Also hier muss nicht wie bei den Xiaomi-Geräten unter anderem eine mehrsprachige Firmware-Version installiert werden. Nein, nein, bei den Huawei-Geräten kommen selbige direkt hier mit dieser Vielzahl an vorinstallierten Sprachen für das Betriebssystem bei euch zu Hause an. Ja, drahtlose Netzwerke, wir haben natürlich ABGNAC, Dualband, Wi-Fi 2,4 und 5 GHz. Wir haben Bluetooth Version 5.0 an Bord, Easy Projection hier einfach quasi anschalten und Inhalte von dem Tablet zum Beispiel auf euren Smart TV streamen, Startbildschirm und Hintergrund. Anzeige und Helligkeit, auch Augenschonen und Farbe hier einstellbar. Augenschonen auch mit planmäßiger Start- und Endzeit möglich. Töne, ja, nicht stören. Kann auch eingestellt werden. Dolby Atmos, dann hier Smart Film Musik. Also hier könnt ihr auch Einstellungen treffen. Benachrichtigungen je nach App. Apropos Benachrichtigungen. Ja, wir haben hier auch ein LED-Benachrichtigungslicht verbaut. Und zwar hier neben der 8 Megapixel Frontkamera. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Jawohl, hier. Also auch mit an Bord. Schöne Sache. Apps, Akku, 6100 mAh Kapazität, das Ganze 600 Stunden Standby-Zeit und bis zu 12,5 Stunden Akkulaufzeit beim Anschauen von Videos, also auch ordentlich was dabei. Da könnt ihr quasi hier von Frankfurt nach Hongkong fliegen oder Peking und habt immer noch ein bisschen Akku übrig, um euch direkt ins Wi-Fi einzuloggen am Flughafen und jedem zu Hause Bescheid zu sagen, dass ihr gut angekommen seid. Face Scan hier zur Gesichtserkennung, also einfach einen PIN anlegen und dann kann das Gerät hier per Gesichtserkennung entsperrt werden. Bedienungshilfen, Farbkorrektur, Farbumkehr, die üblichen Einstellungsmöglichkeiten hier bei Android, High Touch. Na, also ihr seht hier auch Animationen bzw. Bilder dazu. Seht auch wunderbar das Ganze
ins Deutsche zum Beispiel übersetzt, Screenshots erstellen, Drei-Finger-Screenshots, Bildschirm aktivieren, also einfach aufrichten. Smart Cover, also wenn ihr hier ein Flip Cover verwendet, unter anderem auch bei uns im Online-Shop mit zu bestellen und selbiges aufklappt, wird auch gleich der Bildschirm aus dem Standby geholt. Ja, System über das Tablet, schauen gerne mal rein. Huawei M6 VRD-W09 IMUI Version 9.1.1, Android 9, der Kirin 89, RAM 4 GB, von den 64 GB hier noch knapp 52 GB frei und die Bildschirmauflösung. Systemaktualisierungen gibt es dann auch per OTA, also Over the Air. Systemnavigation einerseits mit den Gesten hier. Alles schön erklärt. Da hat jetzt die letzte Seite gefehlt. High Voice oder High Vision. Gesten könnt ihr dann testen. Sehr gut. Wie gerade gesehen, 3-Tasten-Navigation, einfach hier On-Screen-Tasten entweder aktivieren und dann hier dieser Navi-Dot. Einmal drauf, zurück und. Auch hier wieder Erklärungen mit angezeigt. Ja, die LTE-Version im FDD-LTE-Bereich, Downlink 600 Megabit pro Sekunde, Uplink 75 Megabit pro Sekunde im 3G-Bereich, also HSD PA Plus, habt ihr hier noch 42 Megabit pro Sekunde Downlink und bis zu 5,76 Megabit pro Sekunde Uplink. Phone Clone sichern und wiederherstellen, zurücksetzen und. Hier dann auch zum Beispiel schön bei den Huawei-Geräten, kann hier über die Suchfunktion direkt auch wieder in die Systemnavigation kommen. Also alles ziemlich einfach und gut erklärt. Abmessungen von dem guten Stück hier, 206,4 x 125,2 bei einer Dicke von gerade mal 7,4 mm, Gewicht 320 Gramm, also sogar leichter als manches Outdoor-Smartphone hier. Ihr habt einen Schwerkraftsensor, Gyro-Hall-Sensor und Umgebungslichtsensor in den Wi-Fi-Versionen verbaut und zusätzlich bei den LTE-Versionen noch einen Kompass am Start. Ja, ich habe es angesprochen, ganz am Anfang GPU Turbo 3.0 auch mit dabei. Wir schauen dann auch nochmal abschließend hier in die Kamera rein. Also hier oben. Auflösung 13 Megapixel für Fotos. Und Videos 1080p bis zu 4K und 30 Frames per Second. Auch von der Codierung hier einstellbar. Gibt es dann noch die Funktionen mehr, also deutlich zu sehen, verschönern, Beauty Mode und Nachtmodus, selbiger dann auch mit Zoom Funktion, das ist auch schön, AI hier oben aktivierbar und. Wir schauen mal in die Frontcam, dann hier für die Fotos 8 Megapixel, selbiges dann auch empfohlen. Und Videos mit bis zu 1080p möglich. Ja, mit einer Kameralinse hier, kein Weitwinkel etc. pp. Hier wird auch nicht angezeigt, wie viel Zoom wir am Start haben. Aber es reicht sicherlich hier für die normalen Bilder zum Knipsen, wie ihr es sehen könnt.
Ja, wie gesagt, Freunde, also das MediaPad M6 hier mit 8,4 Zoll oder wie ganz am Anfang schon gezeigt mit 10,8 Zoll. Die beiden Geräte 8,4, lediglich in Gold, LTE und Wi-Fi 4+64, 4+128. M6, das Unboxing und Hands-on-Video findet ihr ja bereits bei uns auf dem YouTube-Kanal. Gibt es dann noch in der Farbe Space Gray. Zum kleinen Bruder hier, wie immer, alle weiteren Infos in der Videobeschreibung mit Link zu uns in den Online-Shop. Und bei weiteren Fragen auch, wie immer, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns, von euch zu hören. Sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Bis bald, euer CECT-Shop-Team.